Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Edles Vibe mit dem Excel zusammen. Mahlzeit. So, meine Lieben, ja. Ich muss nichts weiter ausführen dazu. Ab jetzt Manfred und Günther, LS17, Forstküffhäufter Modded, Folge 16. Ja, es ist tatsächlich die erste Folge, der erste Auftritt von Manni und Günni. Und mir fällt da was auf. Der Erich im Bauwagen. Nee, Lest Play. Lest Play? Warte. Oh lol. Aber hier, guck den Typen an, da weißt du auch, warum das falsch geschrieben ist, ja? Das sieht aus, holzverleimt. Oh nee, Alter, völlig lost. Aber da haben wir schon ein Haus gebaut, da hatten wir unser altes Haus schon verkauft. Mhm. Das ist nämlich schon in der Wohnung, wo wir übergangsweise gewohnt haben. Ja, und so hinter dir hier, so öfter, also wenn du drauf guckst, links hast du ja deine Bastelecke dort. Da war das Lego-Ding, genau. Mhm. Hi Leute, herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2017 im Forstprojekt. Aber nicht mehr mit Freezy, sondern mit Günther. Hallo. Ja, und mir. Hey, Günni, nennt mich Günni. Ja, den Günni und den Manfred. Ja, wir sitzen Money. Hier. Ja, wir sitzen hier gerade in unserem Bauwagen. Neue Firma gegründet. Oh, Günni, guck mal. Siehst du das Bild an der Wand? Oh, wunderschön. Früher Erich, das war noch Zeiten, sag ich dir. Ja. Da hatten wir noch nicht die ganzen Probleme wie jetzt. Da war die D-Mark noch was wert, du. Da war die D-Mark wirklich noch was wert. Und jetzt? Naja, müssen wir sehen, wie wir mit dem Arsch an die Wand kommen. Ja, gib mir mal mein Pausenbrot. Ja, warte. Die Tasche neben dir. Die schwarze? Ja. Ja, hier. Danke. Ja, bitte schön. Ja, Mensch, jetzt mit unserer neuen Firma. Ich sag dir, ey. Da habe ich aber noch gar nicht diesen Dialekt so krass gehabt. Auftrag, wenn wir was zu tun hätten. Krass. Da könnten wir schön loslegen hier. Das wäre schön. Mit unserem Forstbetrieb. Ja, aber... Oh, warte, Günni. Und solche was sagen, das war es eigentlich der Ursprung vom RP. Ja. Weil da haben wir eigentlich das erste Mal auch in der Aktion gemacht, dass wir Aufträge angenommen haben. Stimmt, im Forstprojekt war das. Das war ja noch weit vor Gamsting. Ja, na klar, weil im Prinzip da hat ja schon irgendwo alles mit begonnen, ne? Ich bin sehr gespannt, wer anruft. Günni, Telefon. Anruf, ja. Hallo, ja. Hallo. Guten Tag, Benito. Benito! Oh ja, danke, komm. Wie war das? Benito! Also, wir müssen lauter reden, ich höre sehr schlecht. Ja, Benito, ja? Mit Manfred und Günther, Holzfäller Betrieb. Ja, da sind sie richtig, hallo. Ja, wunderbar. Hallo. Pass auf. Ja, sure. Ich brauche Holz. Und zwar. Hammer! Ich habe mit dem. Super. Ich habe mit dem Förster gesprochen. Mit dem Rainer oder dem Karl-Heinz? Der Rainer. Weil der Karl-Heinz. Ne, der Karl-Heinz ist. Der Rainer passt. Der hat ein schlimmes Wort drauf, doch. Rainer. Echt? Ach nee. Ja. Nee. Ja. Also das cringe. Drauf, Rainer Stoff der ist Rainer, das. Der Rainer hat. Wir wollen das habe ich mit dem alles schon verkackeiert. Ah, super. So. Jetzt brauche ich nur noch zwei fähige Leute, die mir da das Holz schlagen. Kennen wir nicht. Das muss frisch geschlagen werden. Ja, frische Schlaren. Frisches Holz. Okay. Ist das am alten Sägeberg, da sind Bäume markiert. Die müssen runtergeholt werden. Also die markierten Bäume. Markierte Bäume. Nur markierte Bäume. Mach mich nicht die anderen Bäume kaputt. Ja, mach mich nicht. Aber bist du, pass auf, Peneta? Ja. Brauchst du bestimmte Längen oder wie ist das? Ja, natürlich. Muss mich mal ausreden lassen, Jung. Ja. Warte, bevor du jetzt ich brauch zwei Längen. Warte, ja, bevor wir jetzt ausreden. 6 Meter und 8 Meter. 6 und 8. Günther, genau. Schreib auf. Ich schreibe auf. 6 und so. 8 Meter. 6 und ich 8 Meter. 40, okay. 40 Stämme 8 Meter. Ach, das haben wir nicht. Und 60 Stämme 6 Meter. Das ist schwer blöde. Mit unserem Ohr. Frische Schlaren. Kriegt man hin. Entkernt, entastet. Jawohl. Und dann hätte ich das gerne vor allem, ja. Als Einmallieferung. Ich kann nichts damit anfangen, wenn das hier stöckchenweise kommt. Ich brauche das volle direkt. Paket. Pass auf, willst du Preis gleich haben oder? Ja, willst du Preis? Mal der Preis. Okay, warte, muss ich rechnen. 40 mal 8 Meter waren das, ne? 40, 8, genau. Puh, machen wir mal. 80, 6 oder was? 60, 6. 60, 6. 60.
Gut, warte. Hör mal, bevor du jetzt einen Preis machst, was für eine Baumart ist das denn, hä? Kiefer. Das ist alles markierte Kiefer. Kiefer. Alles markierte Kiefer, habe ich aufgeschrieben. Manni, also komme ich nicht mit Eichendeck an oder Mahagoni, Zeug, ich kann dich, ich kann dir was, ich kann dir einen guten Preis machen. Hab schnell durchgerechnet. Pass auf, ich mach dir 500 die 6 Meter Stämme und 700 die 8 Meter Stämme. Pro Stamm natürlich. Macht insgesamt, warte, ich hab's vergessen. Ich muss es nochmal eintippen eben. Ey, da ist noch nichts passiert, ne? Wie lange schon? 4 Minuten. Hab ich. 20.000 Euro wären das dann. Also, direkt. Das ist aber eine. Oh, mit Steuer! Mit Steuer schon! Mit Steuer! Ja, ist brutto. Ja, pass auf, ich. Das ist ja ein Hammerpreis. Ja, für die auch! Also, noch, sind wir im Geschäft? Ja, ja, pass auf, was ja, kannst du denn noch machen, wenn ich der ganze Krempel bei euch am Hof abhole? Selbstabholer! Ja. Ja, gut, ich mach mal das. Günther, mach mal, oder? Aber da stimmt das leider nicht. Direkt auf dem Firmengelände, weißt du, wo das ist? Aber mal ganz ehrlich, Hitcher, das war schon. Kannst du abholen, pass auf. Also, Hitcher, das war schon eine lustige Zeit gewesen. Schade, dass das eigentlich auch so auseinandergelebt hat. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, muss ich ehrlich sagen. Wo der abgeblieben ist, ne? Kann ich dir nicht sagen. Nie wieder was gehört. Das war schon immer witzig. Man erinnert sich so an die ein oder andere Feuerwehr. Egal, was dann später noch war, aber das war doch eine witzige Zeit. Klar. Auf, legen wir dir, pass auf. Da ist am steilen Weg 18. Genau. Steile Weg 18. Ja, ja. Okay. Schreibe ich mir mal auf. Pass auf. 60, 40. Wir machen die zurecht. Du holst sie ab. Pass auf. Wir machen dir 400 bei den 6 Meter Stämmen pro Stamm. Und wir machen dir, warte, 400 mal 60. Ein G-Tour, Alter. Was? So viel? Ein G-Tour. Okay. Da ist 24. Bis 8 okay. Minuten nichts passiert. Und nochmal. Wie viel machen wir? 700. Mach mal. Pass auf, 600 bei den, also 100 Euro Rabatt pro Stamm. Hätte ich auch gleich so sagen können. 60, 40 sind 100 Stämme. Komm mal. Ja, mach mal einen guten Preis. Mach mal 100 Euro Rabatt pro Stamm. Ne? Ja, das hört sich schon an. Musst du aber selber abholen. Dann ich komm hier, ja, wir sollen das bringen. Abholen. Ruf mich an, wenn der Kessel da liegt. Wir beide. Und dann komme ich mit der Ladewaren und dann wird das abgeholt. Ja, bring einen großen Anhänger mit. Ja. Wie sieht das aus? Ladest du doch selbst auf oder sollen wir das tun? Nee, ich habe meine Lakaien dabei, die pullen das da eben hoch. Das okay, ist überhaupt kein Problem. Da könnt ihr, bring die Polen so herrlich. Und dann alles klar. Herrlich. Dann könnt ihr euch ja, mach mal. So, lieber. Das war auch geil. Wie war dein Name? Beneta. Beneta, schreib ich mir auf. Dachdecker. Sie sind Dachdecker. Okay, haben Sie ein großes Dach zu decken, weil Sie so viel Holz brauchen? Ja, das ist eine riesen Wohnanlage mit vielen Häusern. Da machen wir viele Stämme und Balken und Latten. Damit das alles verlattet wird. Alles klar, Herr Beneta. Das ist alles verlattet. Dann ruf mich an, wenn das fertig ist. Ne? Ich mach und das dann fertig. Sehen wir uns. Ne? Ich mach das fertig. Wir machen das fertig. Wir rufen Sie an. Ne? Günther und ich, alles wir legen klar. Gleich los. Hau rein. Dann bis denn. Tschüss, Herr Beneta. Tschüss. 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 Sind halt immer noch da. Günther. Das ist jetzt mein Auftrag. Nach 6 Minuten 48 sind wir da mal ausgestiegen aus dem Bauwagen. Leck mich am Arsch, ey. Ach, nee. Boah. Hier, LS17 Optik, Junge. Firma, hier, neue Firma, direkt Auftrag. 100 Stämme sollen wir liefern. Liefern, aber ja, hast du mal geguckt hier unser Firmengelände? Ja, hab ich mal ein bisschen angeschaut hier. Hast du gut ausgewählt hier. Schön, stadtnah, wunderschön. Ja, nix steht, Junge! Ja. Wie wär's denn? Pass auf, wir brauchen die Radlader. Nicht die Radlader, wir brauchen hier die Schaufeln. Wir müssen hier fix ein bisschen zusammen schaufeln, das ganze Zeugs auf dem Anhänger laden. Ich hau die Baumstümpfe weg, dass wir hier wenigstens mal ein paar Stabeldinger für die Bäume machen können. Ja, nee, pass mal auf. Lass mich die Stämme wegmachen. Nimm du mal da hinten den Johol. Soll ich machen? Und dann ja, dann mach du das. Musst du hier aufsammeln. Ja. Hast du die Schaufel gesehen? Boah, ich geh kaputt, ey. Unser erster Auftrag. Wahnsinn, ey. Ob wir das alles schaffen? Ey, wir müssen 100% muss das hinhauen, ich sag's dir. Hat er uns eine Zeitvorgabe gegeben? Nee. Hat er nicht, nee. Hat er nicht. Keine Ahnung. Wir machen trotzdem schnell. Ja klar, wir wollen ja einen guten Eindruck hinterlassen. Wahnsinn. Ach Günther, ich sag dir, ey. Das rettet uns den Arsch. Das zeig ich dir.
Ich habe gar nicht richtig durchgerechnet. Ich muss noch mal eben gucken, ey. Warte mal. 4 mal 6 sind 6, 12, 18, 24. Oh, ich glaube, ich habe den vorne beschissen kurz. 24. Ich habe 62.000 gesagt, aber das ist ja schon mit dem Preisnachlass mehr. 600, 4 mal 6. Achso, es ist so. Nee, es sind 48.000. Ja, nee, warte mal, bin ich jetzt doof? 4 mal 6 und 6 mal 4. Ja, 14, 48.000. 48.000 Euro. Naja, vorher waren es 62.000. Ja, gut. Ja, ja, glaube ich zumindest. Küher? Ja. Könntest du es mit der Zusammenrechnerei demnächst übernehmen? Ich bin ja jetzt nicht so der Schnellrechner. Ich hab dir gesagt, nimm die Schreibmaschine da. Aber 48.000 Günther, ey, das ist echt ein guter Preis, ey, das sag ich dir. Das war ein Anfänger. Was sagst du? Dann lässt uns auch endlich mal wieder die Bank in Ruhe. Oh, ich sag dir, wir müssen unbedingt, ey, müssen wir bezahlen. Die ganzen Geräte, ja, das ganze Leasing. Ah, aber wann haben wir denn... Wir legen noch reichen unsere Geräte, um... Da haben wir noch gar nicht... Für den Auftrag, ja, mit dem, ne, Dialekt so reingehauen. Nee, das kam, wie gesagt, das kam dann erst später. Müssen wir alle hier runterzerren. Sind ja auch immens, was da an Folgen zusammen sind. Mit dem Skitter geholt? Unnormal. Die Schaufel halt voll, ne? Ja, ne? Das ist halt... Wahrscheinlich ignoriert, ne? Ja. Die holen wir mit dem Skitter, ziehen die hier runter. Und dann machen wir die hier unten schön auf. Wahnsinn, auch wie wir die Fläche da am Ende vollgebaut haben, ne? Ja. Da war richtig was los am Ende. Ja, ist schon ordentlich Palaver gewesen. Ja. Ja, auch die Aktion damals, ja, mit der Schiebeding und schiebt das zusammen. Wo die Mafia her, müssen aber die Bomben weg, ja, wo sie Günther entführt haben. Ja. Und was war denn noch gewesen? Ach, wo der die deutsche, die Birke. Die 100, war das nicht? Die tausendjährige Birke. Tausendjährige Birke, genau. Tausendjährige Birke weggeknallt. Alter, war da war Action. Da war Palaver, Junge. Das war auch noch mit Beneta gewesen. Da mussten wir das Stadt verlassen dann. Das war doch hier Kiffhäuser, oder? Ja, nee. Klar. Na, doch. Doch. Doch, ihr seid nach Kiffhäuser. Warte mal, wo seid ihr dann hin? Hatte dann noch eine andere. Ja, ein paar Pilze und Bier. Wisst ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja. Bevor ihr euch das nächste Mal trefft. Keine Ahnung, aber da sind wir auf jeden Fall, sind wir da noch woanders hin. Aha. Das stimmt. Stimmt. So. Ich hab gehört, durch Bier werden Menschen 20% schöner. Dann hast du ja schon mal 25% Schönheit. Ja, oh. Money. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt anschieben kann. Ach, nee. Die sind nö. Ich? Nö. Nö. Peace. Ja, die Mods waren richtig Mann, Premium. Ich will der Schaufel einsatz hochfahren. Da fährt er mir den Johnny. So. Der ist noch nicht abbezahlt, du. Ja, ich weiß. Geil. Oh Gott. So. Ach, heftig. Zu hart. Muss man das noch alles mit der Schaufel machen. Naja, aber ich sag immer, Vorbereitung ist die halbe Miete. Boah. So. Ist heute noch so. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, das hilft uns. Wir wollten doch einen neuen Traktor. Jo. Noch einen mit der Konsole vorne. Ja, den Deutz, ne? Den Deutz. Das wird was. Was? Den Deutz? Da den ging Deutz. Die Fete schon los. Da ging's was schön Deutz in Fendt. Oh. Du holst den Deutz, du. Die Bergziege. Bergziege. Das ist ein Gerät, Junge. Stimmt, die Bergziege, das war ein überkrasser Mod damals gewesen. Locker fluffig. Das war einer der besten Mods damals, Traktortechnik, ey. Oh, schon wieder voll. Den habt ihr auch gut genützt. Oh, ich hab das Elektroradio drin, das ist nichts mehr in meinem Alter. So. Herrlich. Übrigens, Günther, Mittwoch. Im Aldi, wieder Hunde, Hundehemden, Holzfällerhemden, wollte ich sagen, wieder im Angebot. Oh. Ja, ja. Da brauch ich welche. Machst du direkt hin. Oh, kannst du mir als Arbeitskleidung absetzen? In der Firma? Definitiv. Gut. Ja, ja. Dann kaufe ich direkt mal ein paar mehr. Ja, ja, kauf. Richtig ein. Bring mir ruhig auch was. Kaputt. Ja, ja. Weißt ja, ich riech's ja schnell sehr stark. Was denn? Oh, nee. Nee. Mann, ich schwitze gern. Liegt am leichten Übergewicht. So. Oh, gibt's halt wieder Nudeln? Nee. Reis du. Ha! Junge. Reis mit Frikassee. Nee, esse ich nicht. Kannst wie vergessen. Nee. Esse ich nicht. Ach. Nee. Kannst du schön alleine schlabbern. Aber Knöbel dann fahr ich zum dazu kam später. Zum Edelhof. Oh. Wer? Vorne an der Ecke. Der Knöbel schon. Oh,
Ja. Da gibt's halt wieder frischen die Döner. Diskussion immer. Ja, und Domme, was war denn Domme? Was hat, wen hat der denn gespielt? Der war doch auch damals, ewig dabei. Domme war doch damals euer Händler. 500 Gramm Bulette, das war was, Junge. Domme war damals euer Händler. Okay. Ich glaube, alle Häufchen brauchen wir gar nicht wegmachen. Wir. Am Ende, das reicht Zuschauer, mal hier. Das kann man ja mal nebenbei erwähnen. Genau, können wir erstmal ein paar. Tino dann so. Paar Holzdinger hier, Schasch und so setzen, du weißt schon hier. Er hatte förmlich. Soll man sagen, wie war dein Gefühl so bei den letzten Aufnahmen, wo dann hier noch so Manni und Günni war? Wie hast du mal gesagt, ist irgendwie für dich die schrecklichste Aufnahme in der Woche? Ja, es war für mich die katastrophale Aufnahme. Es hat Spaß gemacht, aber es war halt einfach nur noch Geschrei und nur noch Eskalation. Also das war einfach so, keine Ahnung. Also es ist, hier haben wir ja zusammengearbeitet, weißt du? Hier haben wir so uns zusammen, das waren halt zwei Dösbattel, die sich halt was aufbauen wollten. Ja. Der eine war halt ein bisschen Dösbattel, der eine war halt, der Manni war halt so dieser Geschäftsmann. Der wollte halt die Firma unbedingt nach oben bringen und wollte halt unbedingt ausbauen und das Geld sparen. Und der Günther, der hat es halt immer für Blödsinn ausgegeben. Weißt du, wie, der hat immer ein bisschen Kacke gemacht auf der Baustelle und hat es halt für Blödsinn ausgegeben. Aber das war halt alles so witzig, weißt du? Das hat so Spaß gemacht, aber das war dann nur, am Ende war es nur noch Eskalation. Und das war halt, das war auch ein bisschen schade. Das ist, am Ende war es halt so, es war halt jede Folge Vollgas irgendwo. Aber Vollgas mit Wirrwarr. Ja, also da ist auch nichts mehr zusammengekommen, ne? Das war schon, das war dann blöd irgendwie am Ende. Also, fand ich so, also es hat trotzdem Spaß gemacht, deswegen habe ich auch nicht aufgehört oder so, aber es war halt, weiß nicht, also das war dann auch irgendwie, der Dings war raus, die Luft war raus bei Manni und Günni. Ja. Das muss man einfach so sagen. Man muss auch mal sagen, ne, wie viele Folgen waren es auch, ne, das war ja. Folgen, es war ja auch eine Ära, ne, so ja. Eine Ära muss auch irgendwann mal die ging ja, die ging ja den gesamten 17er bis in den 19er rein, glaube ich, und alles und ja, also da war dann auch einfach Feierabend. Und dann hatten die halt ihre Gastauftritte natürlich immer. Genau. Vielleicht wird es Manni und Günni irgendwann mal wieder geben oder so. Die werden sie mit Sicherheit auch nochmal haben. Irgendwann, ja. Und das deswegen, also da. Aber so sind Manni und Günni auf jeden Fall in eine lange Pause gegangen. Vor sich selber auch. Man kann sagen, sie sind in Rente gegangen. Ja, in Rente vielleicht noch nicht, aber. Naja, in Vorruhestand ja. Eventuell. Ich meine, klar, der 22er jetzt macht es wieder etwas interessanter, weil du halt sehr viel selber bauen und gestalten kannst. Oh, warte mal. Na gut, ja, in diesem Sinne, ne? Im Sinne. Ah, es war schon eine sehr, sehr witzige Zeit. Ja. Sehr, sehr witzig. Der Erwisch ist auch dabei. Unser erster Auftrag. Leute, wenn ihr unseren ersten Auftrag auch feiert, dann bewertet das Video positiv. Und wir sehen uns demnächst. Tschüss, Günther und Manfred hauen erstmal rein. Tschüss. Zu geil. Ja, das war schon. Hi Leute, herzlich willkommen. Das war schon echt witzig. Es ist schon eine geile Zeit gewesen, muss man sagen. Definitiv. Krass, krass, krass. Da war der erste Auftrag, genau, und dann ging das hier so weiter. Und ach, das war ja auch, keine Ahnung, wie lange dieses Projekt da ging. Der kann gar nicht so viel erzählen heute. Unfassbar. Naja. Na gut, meine lieben Freunde, das war so die erste Folge mit Manni und Günni. Da sind die wirklich das erste Mal aufgetaucht und da hat eine sehr lange Ära begonnen und sehr viele Projekte. Aber ja, schön, witzig. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Lasst das noch nicht da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr Manni und Günni fandet. Und bis dahin. Tschüss und ciao. Ciao.